Herzlich willkommen bei N8TV Basteln mit Papier. In Folge 19 zeige ich euch, wie ich meine You Rock My World Karte gemacht habe. Ihr braucht dafür einen Bogen Tonkarton, Tonpapier und Glitterpapier, die Gitarrenschablone, die ich euch im vorhergehenden Video gezeigt habe, Schaumklebepadsticker, Schmucksteine und Kleber, Klebeband, Schneidemaschine und eventuell ein Falzbein. Zuerst schneide ich den Tonkarton zurecht. Das ergibt dann die Karte. Die wird natürlich als nächstes in der Mitte gefalzt. Meine Karte wird 14x14 cm groß, weshalb ich dann das Glitterpapier auf die Größe 13x13 cm zurechtschneide. Aus diesem Papier möchte ich einen Rahmen machen. Deshalb muss ich jetzt noch die Mitte ausschneiden. Ich lasse einen Rand von 1 cm oben und auch an der Seite und mache einen Schnitt bei 1 cm bis 12 cm. Das Ganze dann ringsrum an allen Seiten. Sodass ich dann das Innere rausnehmen kann und nur noch der Rahmen übrig bleibt. So würde das dann nachher aussehen. Jetzt nehme ich meine Gitarrenschablone. Ihr kennt die aus meinem vorhergehenden Video. In der Folge 18 habe ich gezeigt, wie ich das gemacht habe. Lege die auf mein Tonpapier und ziehe dann mit einem schwarzen Fineliner die Konturen nach, umrande die Gitarre und wenn ich das gemacht habe, fahre ich jetzt nochmal die Linien nach, damit die besser zu sehen sind. Wenn ich damit fertig bin, muss ich die Gitarre natürlich noch ausschneiden. Dann kann man schon mal gucken, wie man das dann gerne arrangieren würde, ob die Größe passt, ob es zu groß oder zu klein ist. Jetzt mache ich noch ein Herz. Dazu falte ich ein Stück Papier in der Mitte. Die Größe ist egal, ob rechteckig, quadratisch, einfach nur ein Stück Papier in der Mitte falten und dann mit der Schere einen Bogen schneiden. So. Wenn ich das jetzt aufklappe, habe ich ein wunderschönes Herz. Das Ganze mache ich jetzt nochmal mit einem kleineren Stück aus dem Glitterpapier. In der Mitte falten, gleiche Vorgehensweise, einen Bogen schneiden und fertig ist mein Herz. Ein bisschen kleiner. Jetzt schaue ich nochmal, wie ich die Karte nachher zusammensetzen könnte. Ob mir die Größe passt, ob ich nochmal was ändern will. Aber ich habe es so gelassen und habe jetzt mal meine Gitarre beschriftet. Mit dem Text You Rock My World. Habe sie nochmal auf den schwarzen
Karton aufgeklebt. Und jetzt mache ich erstmal den Rahmen auf der Karte fest. Und zwar mache ich das mit Schaumklebepads, die man auch für 3D-Technik nimmt. An jeder Ecke eins und jeweils nochmal an den Seiten in die Mitte. Und wenn es dann fertig aufgeklebt ist, soll es so aussehen. Und nochmal gucken, wie Herz und Gitarre dann wirken. Als nächstes klebe ich mit einem Kleberoller die Herzen fest. Das wird sozusagen mein Hintergrund werden, nachdem ich mich jetzt endlich entschieden habe, wie ich es machen will. Und die Gitarre mache ich auch mit Schaumklebepads fest. Dann nehme ich zwei etwas dickere und ein paar dünnere, halt einfach den Hintergrund, weil weil der Rahmen ja erhöht ist, damit sich das dann von der Höhe her ausgleicht. Jetzt ist mir gerade eingefallen, ich könnte die Gitarre ja auch noch ein bisschen verzieren. Dazu nehme ich jetzt so einen Perlenpen, der ist silber. Da mache ich jetzt gerade mal noch ein paar Knöpfchen an die Gitarre, so diese drei Knöpfchen. Man kann natürlich auch noch weiter verzieren, wie einem das gerade so gefällt. Und auch das Herz soll noch ein bisschen Verzierung bekommen. Ich mache ringsrum mit einem weißen Perlenpen solche Pünktchen drauf. Das muss natürlich jetzt erstmal noch trocknen, bevor ich weitermachen kann. In der Zwischenzeit suche ich mal ein paar Schmucksteine raus. Ich habe mir jetzt da Sterne rausgesucht, weiße und rote. Und klebe jetzt auch schon mal ein paar auf die Gitarre drauf. So, nachdem ich es jetzt über Nacht habe trocknen lassen und meine Perlenpünktchen fest sind, klebe ich jetzt die Karte zusammen. Zuerst entferne ich die Klebestreifen an den Schaumklebepads an der Gitarre und klebe die dann drauf. So, ich mache es diagonal, ihr könnt es natürlich auch anders machen, je nachdem wie groß eure Karte ist und wie ihr es gerne haben möchtet. So schaut es jetzt aus. Dann habe ich mir überlegt, ein paar andersfarbige Sticker würden vielleicht auch ganz gut dazu passen noch. So. Ja, und dann mache ich noch ein paar Schmucksteine drauf, noch ein paar Sterne auf die Herzen und verziehe die Karte halt noch. Ich mache den mit dem Schmucksteinkleber fest, weil die meiner Meinung nach damit am besten halten. So, fertig ist meine You Rock My World Karte. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ansonsten schaut doch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei oder meinem Blog www.annaeuchen-sims.de.
Ich freue mich über Kommentare und Nachrichten und natürlich auch, wenn euch meine Videos gefallen, wenn ihr dann meinen Kanal abonniert. Die Karte gibt es übrigens auch im Shop und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße vom Nachteulchen.